Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Wir haben Freitagmittag, also es ist jetzt so um die 14 Uhr rum und ich habe mich gerade fertig gemacht und geduscht, weil ich gleich an die Uni fahre. Also ich fahre ins DESI, das ist das Forschungszentrum hier in Hamburg und arbeite halt auch eng mit der Uni zusammen und ich hatte im letzten oder diesen Semester, ich habe ja gerade vorlesungsfreie Zeit, ein Modul zum Thema Röntgenphysik und mein Mentor hat mich jetzt zu einer Messzeit am Röntgenlaser eingeladen und ich schaue mir das heute einfach mal an. Ich finde das super spannend und habe aber noch nicht so richtig eine Ahnung, was auf mich zukommt. Im Prinzip warte ich jetzt nur noch auf eine Mail von ihm, wann genau ich da sein soll und dann mache ich mich auf die Reise. Und Leute, heute in Hamburg ist einfach ein kompletter Streik. Alles streikgefühlt. Die Busse streiken, die U-Bahn streiken. Ich weiß nicht, die Deutsche Bahn streikt ja sowieso andauernd. Und ich darf jetzt E-Roller dahin fahren. Also es ist nicht so schlimm, es sind 20 Minuten. Aber ich weiß nicht. Also ich bin einfach froh, dass das Wetter gerade noch gut ist. Ich bin so sauer, wenn das später regnet, weil ich wieder nach Hause fahre. Und heute Abend bin ich auch noch in einer Bar verabredet, in der Schanze. Das geht von der Distanz auch noch. Vielleicht muss ich aber auch Moja oder Uber fahren oder so. Warum ausgerechnet heute? Ich bin jetzt gerade noch am Überlegen, ob ich diesen, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, so eine Art Weste noch drüber ziehe. Oder ob das ein bisschen zu möchte gerne aussieht. Naja, never mind. Ich mache mich jetzt auf die Reise. Ich habe noch meine Jacke an und hoffe einfach mal, das wird warm genug auf dem Roller. Es sind 12 Grad eigentlich. Voll okay. Ja, ich habe jetzt noch meinen Lieblingsschal umgebunden. Actually ist es der Schal meiner Mama. Den habe ich aber geklaut. Ich bin ehrlich mit euch, das war gerade seit langem das Ehrenloseste, was ich erlebt habe. Also ich bin jetzt mittlerweile zwar auf dem Gelände, aber der Weg hierhin war der Horror. Ich dachte, ich fahre entspannt, eben 20 Minuten sollte es ja dauern, mit dem E-Scooter. Leitet der mich? Ich bin natürlich, also ich bin mit Musik auf den Ohren gefahren, aber mit Google Maps, dass der mir halt ans Ohr spricht, wo ich lang muss. Und dann hat er mich durch den Volkspark geleitet und es ging gar nicht. Also wirklich, ich hatte am Ende keine Ahnung, wo ich war. Er war die ganze Zeit nur so, wenden, rechts, nach Norden. Es waren nirgendwo Wege. Irgendwann kam ich dann an so eine Stelle, da hieß es dann so, ja, Fahrradfahrer verboten, so Wanderwege. Waren Leute mit Hunden spazieren. Ich so, ja, kann ich doch jetzt nicht mit dem E-Roller langfahren. Wirklich, es war so schlimm. Und irgendwann wollte ich nur aus diesem scheiß verdammten Park raus. Und bin dann so einen riesen Umweg gefahren, damit ich diesen Park umfahre, weil es wirklich gar keinen Sinn ergeben hat, diese ganze Navigation innerhalb dieses Parks. Und jetzt habe ich 35 Minuten gebraucht, bin jetzt auf dem Gelände. Bin genervt. Wäre das Wetter nicht so schön gewesen, ihr seht es selbst, ne? Es ist richtig, richtig schön. Wäre das Wetter nicht so schön gewesen, ich hätte angefangen zu heulen. Hundertprozentig. Hätte ich da auf dem Roller, wäre ich da lang gefahren und hätte geheult. So, ich bin back at home. Ich bin wieder Roller nach Hause gefahren. Diesmal, ich weiß gar nicht, wie lange habe ich gebraucht. Ich glaube, wirklich nur so um die 20 Minuten. Ich werde angerufen. Und ich brauche auf jeden Fall jetzt ganz kurz ein paar Sekunden Zeit, mich hinzusetzen. Ich snacke gerade Gummibärchen, weil ich die noch über hatte. Die sind nicht so geil. Das sind so Melonen-Gummibärchen von Penny. Die haben nämlich irgendwie ganz schön viel so vegane Gummibärchen neu von der Eigenmarke. Aber irgendwie mag ich Melone nicht so gerne. Das schmeckt mir so ein Ticken zu künstlich. Ich habe aber jetzt auch keine Lust, irgendwie was zu kochen. Ich habe heute echt noch nicht so viel gegessen. Deswegen darf ich gleich auch nicht so viel trinken. Das wäre sonst echt doof, weil ich dann morgen Kater hätte. Und das wollen wir nicht. Ich habe halt original jetzt, glaube ich, auch nur 20 Minuten Zeit, mich fertig zu machen. Also ich finde, dadurch, dass ich heute Morgen geduscht habe und an sich auch schon geschminkt bin, so von der Grundlage her, schminke ich mich da einfach noch ein bisschen drüber. Und mein Outfit habe ich eigentlich auch schon. Von daher ist es nicht so ein Problem. Aber ja, dann werde ich mich wieder auf einen E-Roller stellen. Und zur S-Bahn fahren, weil die S-Bahn fahren tatsächlich noch momentan bei uns. So, was kann ich eigentlich erzählen zu der Messzeit heute? Es war auf jeden Fall richtig cool. Also ich fand es sehr, sehr spannend, mal zu sehen, wie sowas abläuft. Wir waren jetzt an einem Röntgenlaser und haben heute uns die Polarisation von dem Röntgenlaserlicht angeschaut und wie man das misst. Also ich war heute quasi dabei, um mir das überhaupt mal anzuschauen, wie das so ist.
und reinzuschnuppern in dem Sinne. Ich fand es auf jeden Fall sehr toll. Ich war da jetzt, glaube ich, 3 Stunden oder so und bin dann nach Hause gefahren. Und jetzt haben wir es knapp 8:45. Ja, und jetzt mache ich mich gleich fertig. So, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Obviously, der Pulli ist nicht mein Outfit. Ich habe hier so ein silbernes Glitzertop drunter und wollte eigentlich so Cowboy-Boots anziehen, also recht hohe, ein bisschen höhere. Aber ich glaube, ich bleibe jetzt doch bei Sneakern. Tada, die ziehe ich jetzt auch noch an. Und dann muss ich mich richtig hardcore auf den Weg machen. Ich glaube, ich kriege auch sowieso gar nicht die S-Bahn, die ich will. Es sei denn, ich fahre nochmal E-Roller. Das ist halt so ein bisschen die Frage, oh Gott, ich hab graue, lange Socken an in weißen Sneakern. Das ist, also das ist kriminell. Naja, egal. Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Und meine Hose ist eigentlich lang genug, dass man da auch nichts sieht. Ja, ich hoffe, es fängt nachher nicht an zu regnen oder so. Weil, au! Mann, das sind eigentlich keine Schuhe, die ich dreckig machen will. Und weil ich ja auch so viel Zeit habe, nicht, ist mir zu einem Überfluss eben gerade auch noch ein volles Glas Wasser auf dem Schreibtisch ausgelaufen und hat erstmal so ein bisschen meine Pappkiste runterlaufen. Das war auch sehr stunning. Ich nehme jetzt eben noch ein bisschen Bargeld mit, weil Bargeld ausgeben ist ja kein Geld ausgeben, bekanntlicherweise. Girl Math und so. Und dann bin ich ready to go. Ich bin jetzt am Bahnsteig von der S-Bahn und muss jetzt noch ein bisschen warten. Ich habe das Gefühl, dieses Video ist bisher richtig hektisch. Also, wenn ich so an die Videoclips denke, die so bisher von mir aufgenommen wurden, war das irgendwie immer so on the run oder ich weiß gar nicht. Bin ich euch zu hektisch? Eigentlich will ich nicht immer so eine Unruhe mit diesen Videos vermitteln, sondern eigentlich nur ein bisschen, es soll ja eigentlich was Chilliges sein zum Anschauen. Aber ja, bin mal gespannt im Schnitt, ob ich mir so denke, oh Junge, reiß dich doch mal zusammen, nimm dir doch mal Zeit, atme durch. Aber ich bin halt eigentlich auch generell so ein bisschen hektischerer Mensch. Also ich habe immer irgendwie sehr viel Energie und bin immer so auf Zack. Und ja, ist halt eigentlich einfach meine Art. Ich bin zu Hause. Ich bin so müde. Es ist kurz nach 3, which is fine. Also es gab Zeiten, da war ich irgendwie bis 5 im Club, war um 6 zu Hause. Ich würde das jetzt körperlich gar nicht mehr packen. Ich bin tot. Jetzt schon. Und es ist 3 Uhr. Also ich bin echt alt. Bin heute dreimal E-Roller gefahren. Das war dreimal zu viel. Aber das, was ich jetzt sagen kann, ist, dass Leim auf jeden Fall besser ist als Tier. Und ich glaube auch günstiger. Ich habe gerade für 10 Minuten 3 Euro irgendwas bezahlt. Ich glaube, bei Tier war das ein bisschen teurer. Naja, ich werde jetzt auf jeden Fall. Ich habe mies Hunger. Ich weiß nicht, ob ich mir noch was zu essen mache. Ich bin so müde. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach direkt pennen und esse dann morgen was. Guten Morgen, Freunde. Es ist Ewigkeiten her im Vergleich zum letzten Clip. Ich habe irgendwie mich die letzten Tage gar nicht danach gefühlt, mitzufilmen. Und es war auch nicht so spannend. Und irgendwie ist so mein Leben ein bisschen aus den Fugen geraten. Das ist eigentlich auch schon alles, was man dazu sagen kann. Ich bin noch gar nicht allzu lange wach und habe mich jetzt gerade eben fertig gemacht. Ich habe geduscht und mich angezogen und werde jetzt gleich ganz schnell mich auf den Weg zur Jura-Bib machen, weil eine Freundin von mir Jura studiert und wir zusammen dann da lernen. Ich war da bisher noch nie. Die soll aber eigentlich recht schön sein. Mein Outfit schreit auf jeden Fall schon nach Jura-Studentin eigentlich. Ich weiß auch irgendwie nicht, was das momentan ist, aber ich fühle mich so weird. I don't know, irgendwie ist alles nicht so das Wahre. Ich fühle mich nicht so wohl in meinem Körper, meine Haut ist richtig schlimm. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich bin aber auch geschminkt. Aber ja, meine Haut neigt halt dazu, wenn ich nicht gut schlafe oder gesund esse oder einen geregelten Tagesablauf habe oder viel Stress, dann habe ich halt oft
kriege ich wieder sehr schlechte Haut. Ich hatte früher auch sehr schlechte Haut. Ich habe damals extra die Pille genommen, damit das wieder alles fein wird, weil ich mich so unwohl damals gefühlt habe. War ich, glaube ich, 14 oder so. Und habe die jetzt aber auch schon seit mehreren Jahren wieder abgesetzt und habe jetzt ab und zu immer noch wieder ein bisschen damit zu kämpfen. Was okay ist, so ich würde niemals wieder die Pille nehmen, aber trotzdem, keine Ahnung, das macht es jetzt auf jeden Fall auch nicht besser, dass meine Haut jetzt auch nicht so toll ist. Ich weiß nicht, ich habe auch die letzten Tage immer ab und zu so ein bisschen angefangen mit zu filmen, habe mir dann die Videos angeguckt, war so, das ist doch alles scheiße, das ist doch alles kacke und habe das dann wieder gelöscht. Deswegen ist das Video jetzt auch so komisch mit diesem riesen Zeitsprung. Aber keine Ahnung. Freunde, ich bin zu Hause angekommen und befinde mich gerade in meiner Küche und werde jetzt kochen, weil ich mega Hunger habe. Leider habe ich mir vorgenommen, eine Karottensuppe zu kochen. Also früher diese Situation, wenn man nach einem langen, anstrengenden Tag nach Hause gekommen ist und es gab Suppe, das tue ich mir quasi einfach selbst an. Das heißt, ich entscheide mich für die Suppe und dann bin ich so, scheiße. Jetzt gibt's Suppe. Ich habe das Rezept von Pinterest und das ist so eine Karotten-Kokossuppe. Und ich habe mir das einmal durchgelesen und ab jetzt werde ich freestylen, weil ich habe keine Lust, mir das jetzt noch ein zweites Mal anzuschauen. So, ich habe mir jetzt eben noch mal ein anderes Oberteil angezogen, weil das einfach viel bequemer ist und kann jetzt gleich anfangen zu kochen. Ich habe auch noch gar nicht von meinem Tag heute erzählt. Ich war jetzt, glaube ich, knappe 6 Stunden in der Bib. Es ist irgendwie crazy lange Zeit. Ich habe natürlich nicht, oder wir, ich war mit einer Freundin da, wir haben natürlich nicht 6 Stunden durchgearbeitet, sondern hatten zwischendurch auch ein kleines Päuschen. Aber alles in allem war es richtig produktiv. Und das tat richtig gut, weil eigentlich bin ich kein Mensch, der vormittags oder mittags lernen kann. Ich lerne eigentlich immer nachts. Bisschen schlimm für meinen Schlafrhythmus auch, aber ich weiß nicht, irgendwie bin ich nicht in der Lage, früh aufzustehen, mich hinzusetzen. Ich kann das nicht gut. Ich glaube, das ist einfach meine natürliche Uhr, meine natürliche innere Uhr. Und ja, deswegen habe ich jetzt schon mal einen Großteil für heute fertig und werde später aber noch weiter lernen, denn ich habe morgen leider gar keine Zeit zu lernen, weil meine herzallerliebste Schwester vorbeikommt und wir zusammen den Tag in Hamburg verbringen. Ich freue mich schon richtig doll, es soll richtig schönes Wetter werden. Update. Ja, okay, ich kann es jetzt nicht kippen, obviously. Das hier ist meine Suppe. Das ist eine Karotten-Kokossuppe mit Cashewkern noch drin. Und die schmeckt so lecker. Ich schwör's euch, ich habe mich wieder übertroffen. Ich bin, ja, vielleicht sollte ich Koch werden. Wenn mein Studium nichts wird, dann werde ich Koch. Good morning, Freunde. Es ist Samstag und ich habe mich gerade fertig gemacht. Ich werde jetzt die liebe Jette vom Bahnhof abholen. Ich bin leider so spät dran, dass sie mir entgegenkommen muss. Sie weiß noch nichts von ihrem Glück. Aber ich sammle sie dann einfach irgendwo im Laufe der U-Bahn-Strecke ein. Und dann gehen wir beide erstmal frühstücken. Und dann schauen wir mal, was wir so mit unserer Zeit machen. Wie ich gestern schon gehofft habe, ist heute einfach total schönes Wetter. Es könnte nicht besser sein. Und ich freue mich so. Tada! Na, na.